Dieses Jahr habe ich beschlossen, dass Carina, meine Bierbörsenpräsidentin sozusagen, die Moderation hier macht. Ein Dank an Carina und meine Mitarbeiter, die tatsächlich bis zur letzten Minute hier gearbeitet haben. Carina, du hast jetzt das Wort. Ja, danke schön, Thomas. Schönen guten Tag zusammen. Herzlich willkommen zur Eröffnung der 13. Dorstener Bierbörse. Wie unser Geschäftsführer schon sagte, wir hatten noch ein bisschen Stress, sind jetzt aber langsam soweit, dass wir jetzt auch wirklich eröffnen können. Natürlich möchte ich auch begrüßen Herrn Ingo Hinzmann, Vorstand von der Vereinten Volksbank in Dorsten, und natürlich unseren Bürgermeister Tobias Stockhoff. Vielen Dank, dass Sie beide da sind. In diesem Sinne auch ein Danke an die Stadt für die gute Zusammenarbeit. Vor allen Dingen auch jedes Jahr. Es gibt immer ein paar Neuerungen. Es gibt immer neue Sorten. Und ich habe gerade schon gesagt, bei Bier scheint es so wie bei Brot zu sein. Das sind, glaube ich, so die beiden Bereiche, wo es die meisten Sorten von gibt. Und hier kann man wirklich fast alles ausprobieren, was man ausprobieren möchte. Das, was man sehr, sehr gerne trinkt, wie bei mir zum Beispiel Pilz, und das, was man auch trinkt, wie zum Beispiel Kölsch. Oh. Peter, du musst jetzt stark sein. Ich muss ja sagen, ich bin total froh, dass du das machst, weil mir ganz viele sagen, ich will mal den Peter und trinkt er immer gerne Kölsch. Dass das bei mir nicht klappt, tut mir leid, aber ich kann dir sagen, du machst das ganz, ganz toll mit deinem Team, und das jetzt auch einfach mal stellvertretend für alle, die heute hier sind, also die alle Standbetreiber, weil auch das gehört ja dazu. Es ist immer mit einem kleinen Risiko verbunden, wie wird's Wetter und so, aber Wetter wird gut, habe ich gehört. Strahlend blauer Himmel, dafür hat die Vereinte Volksbank gesorgt. Und vor allen Dingen darf ich ganz herzlich auch Danke sagen, lieber Ingo Hinzmann, für die finanzielle Unterstützung. Es ist einfach so, dass solche Feste eben Sponsorinnen und Sponsoren brauchen. Es unterstützt ja am Ende auch Vielfalt und Gemeinschaft. Wir Vielfalt, die dann wiederum zur Gemeinschaft von Menschen führt. Jetzt kein Kölsch trinkt, was ist denn trotzdem das Besondere an der Bierbörse? Ja, dass jeder hier eben das Bier finden kann, was ihm schmeckt. Und das kann ja eben auch Kölsch sein, denn tatsächlich auf der Bierbörse, und hier ein ganz großes Kompliment an Thomas Heine und an sein Team, die machen ja wirklich mit ganz viel Leidenschaft diese Bierbörse jedes Jahr in Dorsten, mit unglaublich vielen Biersorten, auch jedes Jahr Neuerungen dabei. Und ich glaube, bei Bier und Brot, das sind so die beiden großen Bereiche, wo es die meisten Sorten gibt. Und hier tatsächlich bei Bier kann man sich durchtesten, vielleicht auch mal eine ganz neue Sorte rausfinden, die man gerne mag. Und man muss wirklich sagen, das Engagement hier von Thomas Hein und seinem Team und natürlich auch von der Vereinten Volksbank, die das Ganze unterstützt, ist schon sensationell. Wie finden Sie denn die Bierbörse hier in Dorsten? Wir kommen aus Bottrop. Hierhin? Und, mit dem Bus? Und für die Bierbörse. Ja, einmal im Jahr. Macht immer totalen Spaß, immer viele nette Leute, die man hier so trifft. Immer gute Gespräche. Wunderbar. Das auf unseren Hochzeitstag. Genau, wir haben heute 28. Hochzeitstag. Prost, ich musste trinken. Prost. Trinken Sie denn gerne Bier? Sieht aus, als wenn Sie das mögen. Ja. Ab und zu mit 91 Jahren. Oh, das dürfen Sie gerne. Aber Sie haben eine besondere Vorliebe für das belgische Kirschbier. Und dann einmal im Jahr zur Bierbörse. Ja, aber...